Tag, neue Biketour und bei uns startet es mal wieder mit Schmieren. Ja, wir könnten auch zu Hause schmieren, aber das wäre zu einfach. Deswegen on Tour. Das Wichtigste, weil es gut sein, dass beim Fahren ein Dreck aufgeht. So ist es. Wo geht's heute hin? Stanzer Joch von Stanz aus. Kommt mit. Noch was zu sagen? Nein, schaut zwar nicht nach einem Traumtag aus. Aber ist es bestimmt. Für uns war es von Grau in Blau. Von Grau zu Blau. Klingt doch nach einem Plan. Viel grauer kann es auch schon mal nicht mehr werden. Geil. Mit den verfärbten Lärchen. Au, schaut euch mal hinten den verschneiten Berg an. Wie geil schaut das aus. Also ich stehe zwar nicht so sehr auf Herbst, weil in der Früh kalt, dann meistens heiß, dann wieder arschkalt. Aber das Panorama ist schon immer sagenhaft. Da oben hinten, Kreuz vom Stanzer Joch. Da kommen wir aber normal gar nicht hin. Wir queren wahrscheinlich vorher links rüber zum Ochsenköpfel. Einfach weil der Trail da cooler ist. Aber jetzt habt ihr das Kreuz mal gesehen. Also das ist wirklich so ein kleiner Schicksalsgipfel für mich. Ich leite darauf jedes Mal und es ist immer wieder schön. Immer wieder im Schnee angekommen. Darf man die Spur nicht mehr verlassen. 20 schneefreie Monate bei uns ist der Januar. Der Martin sagt, die einzig schneefreien Monate sind Januar und Februar. Hier leider war hin und wieder. Für uns ist jetzt Schieben angesagt. Hier ist es nämlich wirklich steil. Und der Schnee ist jetzt halt so tief und moitig, dass man einfach echt die ganze Zeit leer durchdreht. Nur die Vicky, die ist mit dem Motor unterwegs, die boostet da oben, seht ihr? Und wir sind halt ja ohne. Wir müssen uns quälen. Los, quäl dich. Ey, hab keine Lust hier. Kennt ihr das, wenn der Schnee oben immer stecken bleibt? Im Marschgang, weil er so Stollen macht? Wir kennen das. Zur Genüge. Sind wir wieder alle unterwegs im Gänsemarsch. Jetzt hilft nicht mal mehr der Boost. Wir sind oben, wo die Straße aufhört. Und hier gibt es meistens Wasser. Meistens? Ja, meistens. Im Hochsommer leider meistens wieder nicht. Da, wo man es am dringendsten bräuchte. Aber bei uns ist jetzt mal wieder Jausenzeit angesagt. Bei mir gibt es Landjäger und Breze. Hinter mir Finchgall und weiß ich nicht. Salami. Und bei der Vicky? Okay. Ich kann nichts präsentieren, ich muss nämlich mit der einen Hand den Rucksack halten, dass er nicht runterkugelt in den Schnee. Und zum Sitzen ist auch nicht so viel Platz. Aber ja, dafür haben wir gute Aussicht. Ah, hier ist jetzt getauscht worden. Hoch hat jetzt der Martin das E-Bike zum Schieben, weil das ist echt schwer. Ich finde das Hölle. Und dafür trägt die Vicky jetzt sein. Auch schon schwer genug. Da geht's rüber für uns, das ist der offizielle Weg. Hier vorne bei mir seht ihr eh die Markierung. Aber mit dem Schnee ist er jetzt ganz schön unwegsam. So, jetzt sieht man rüber, da ist das Kreuz eigentlich. Da waren wir vorher gesessen. Und jetzt sind wir hier und jetzt ziehen wir uns die Schoner an. Und dann geht's weiter darüber. Auf, los geht's los. Schaut mal, wie heiß es ist. Wir sind alle kurzärmlich und man könnte noch weniger anhaben. Das ist echt total verrückt. Wir brutal. Stehen mitten im Schnee. Es ist brutal. Aber es ist so warm. Das habt ihr mal. Ja, nachher werden wir frieren. 2 Stunden später sind wir dann da. Mit den nassen Füßen. Ja, jetzt im Schnee war es echt schwer zum Fahren. Ihr seht es eh an den Ausschnitten, die wir gemacht haben. Aber ab jetzt soll es besser werden. Mhm. Und ausschauen tut es hier ja richtig
cool. Wenn man Ochsenköpfe mit Gipfel macht, dann kommt man eben von da hinten dann runter zur Hütte. Das haben wir uns jetzt heute gespart, weil das macht im Schnee einfach keinen Sinn. Und hier geht dann nachher für uns der Trail weiter. Mhm. Oder? Genau. Da aussehen und dann mit voller Marie zurück nach Schanz. Ich hätte auch zu Hause wechseln können, aber das kann ja jeder. Nein, Spaß, ich war einfach zu wenig zu Hause. Da ging nichts. Jetzt muss ich halt schnell hier wechseln. Na, wer den Service zu Hause macht, kann währenddessen Sonnen liegen. Jeder, wie er sich verdient. Mega. Der ist echt mega. Dafür sind wir damals auch gefahren. Ja, den bin ich nicht gefahren. Ich bin einfach ganz normal stattdessen auch runter. Das war mein Fehler. Der hier ist viel schöner. Ja, ich hatte Stanza ja auch so schön in Erinnerung. Aber wenn man den hier mal gefahren ist, kann der andere nicht mehr mit. Down.
schlecht in Besuch. Ja, das ist schwierig, ha? Ne? Oh, 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 ja. Thank you.
Just wanna have some.
widerlich. Zurück sind wir am Auto. Ich mache jetzt gleich mal Schluss, weil sonst vergessen wir es immer. Oder es ist dann plötzlich große Hektik, weil dunkel und kalt und was weiß ich. Und deswegen, genau. Was sagt er? Cool was. Echt cool. Aber rutschig. Also, ich bin jetzt auch durch im Kopf. Es war auch wirklich fordernd. Aber für das, dass so viel geschnitten und kriegen hat, super brauchbar zum Fahren. Ja, das war schon echt schwierig. Und die Vicky, die ist heute mit dem E-Bike gefahren, weil sie eben auch ein bisschen angeschlagen ist, eigentlich wie alle. Und jetzt ist sie zum Schluss noch in die Dornen reingefahren. Aber jetzt muss ich kurz den Socken umziehen. Auf jeden Fall ist es ohrblutig, die Arme. Ja. So, jetzt sind wir noch zugekehrt. Noch ist es offen. Bei mir ist allerdings Diät angesagt. Ja, ist ein Video. Nein, Spaß, ich warte auf die Suppe. Boah, gut bei ihr, hat. Ah, ja. Wie das Kaisers neue Kleider, ja. Wo man sich alles selbst vorstellt. Ja. Genießt nochmal euren Latte, oder? Mhm. Wir haben jetzt einen Lockdown in Österreich, jetzt warten wir mal 3 Monate Lockdown. Hauptsache das Weihnachtsgeschäft läuft dann wieder. Und ja, wir sind jetzt schon gewinnt, 4 Wochen gibt es bei uns nichts, also Kartoffeln und Wasser. Schlagen wir heute nochmal zu, dann lassen wir uns einsparen 4 Wochen und dann wird es wieder weiter. Ich sehe irgendwie weitergehen.